Hallo, wir sind hier bei der Meier und John, Berlin GmbH. Schauen wir uns den Beruf des Kanalbauers an. So, ja, mein Name ist Mike Fischer, bin 56 Jahre alt, arbeite bei der Firma Meier und John und bin dort als Polier tätig unterwegs und nebenher noch als Lehrausbilder. Das ist so meine Hauptaufgabe. Gelernt habe ich mal Tiefbauer als Facharbeiter und Berufskraftfahrer. So. Kommt drauf an. Also, du kannst mit der 8. Klasse abgehen, kannst eine längere Lehre machen, ist okay. Du hast auf jeden Fall wäre interessant, also wäre gut, die 10. Klasse zu haben, weil der Bauarbeiter heutzutage doch nicht mehr ganz so der Dümmere sein sollte. Also, den Schulabschluss ist einmal 8. Klasse, auf jeden Fall. Und der Schulabschluss 10. Klasse wäre auf jeden Fall wichtig und auch zu befürworten. Also man wirbt sich einmal schriftlich bei unserem Unternehmen, dann gibt es ein Auswahlverfahren und danach wird man eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Also einmal natürlich der Zensurenspiegel spielt eine große Rolle, dann das eigene Interesse bzw. auch die Fähigkeiten, die ihr vielleicht mitbringt und ja, wofür sich interessiert überhaupt, welche Richtung auf dem Bau oder bei uns in der Firma er anstrebt. Ja, also erstmal generell Interesse, also fürs Unternehmen, für die Arbeit an sich Interesse sollte er haben. Dann sollte er, kommt darauf an, wenn er auf dem Bau landet, körperlich gut drauf sein und natürlich von der schulischen Leistung her immer das Beste, weil wir arbeiten mit Technik und vielen Dingen zusammen. Sehr gute eigentlich. Also man muss sich schon verständigen können. Also wenn wir mit einem Auftraggeber zusammenarbeiten, der auch seine Fragen stellt, sollte man sie doch beantworten können. Eigentlich ist es sehr weit gefächert. Also es fängt an bei einer Rohrlegung oder im Tiefbau, geht hin zum Straßenbau. Also es ist sehr weit gefächert. Von speziellen Sachen bis hin zu einfachen Tätigkeiten. Es gibt einen Baumindestlohn. Und wir arbeiten im Hauptgewerbe und daran hält man sich. Nach oben ist keine Grenze. Man muss, wie gesagt, selber Interesse mitbringen und dann ist der Weg nach oben bis hin zum Studium möglich.